So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar ganz viele Sachen, aber ich muss mich jetzt hier durchtesten, eins nach dem anderen, muss das aber wieder alles am Stück drehen, dass mir dann richtig schön schlecht ist, denn wir haben letztens ein Paket bekommen vom Chevy Art, Alter, das habe ich mir noch gar nicht durchgelesen, richtig, und der hat uns letztens Chili-Marmelade geschickt. Die wollen wir mal probieren. Und vor allem, was da drauf steht. Ne? Wir können euch das nochmal zeigen hier. Da steht sowas wie Chili-Marmelade. Unraffinierter Rohrzucker. Ruquito. Süße Chilischoten. 18%. Der Adi kriegt in die Steckdose. Ruculito, Chilischoten, Lake, Wasser, Zucker, irgendwas, rote Chilischoten, Zwiebeln, Rotwein, Essig, getrocknete rote Chilischoten, Zitronensaft, Knoblauch, Püree, Meersalz, rote Chilis 1%, also wie oft da einfach rote Chilis steht und sowas, ich blick da gar nicht mehr durch. Das muss ich mal hier wegtun, das seht ihr nicht, der Adi tut nämlich nebenbei immer einfach mein Brötchen aufessen. So sieht das also aus, Stokes. Made with chopped sweet chili peppers, chili jam, food made better. Das wollen wir jetzt aber mal ausprobieren. Food made better. Wir müssen noch mal gucken, wie wir das überhaupt öffnen. Hier oben habt ihr so einen Zippel, da könnt ihr das abziehen. Dann müsste das auch ganz leicht jetzt zum Aufdrehen sein. Auf jeden Fall ganz leicht. Moment. So. Das zum Aufdrehen. Und jetzt haben wir hier ganz lecker die Chili-Marmelade. Na, mein Freund? Sonst bist du auch immer so neugierig. Die riecht irgendwie wie Pflaumenmus. Bisschen kräftig, muffig, irgendwas. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Also einfach nur ein richtiger Schleimbatzen, ein Schleimklumpen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich denke, eigentlich steht da nicht irgendwas von Erdbeeren noch so. Vielleicht denke ich auch falsch. Vielleicht habe ich gedacht, das ist, wie wenn es immer Chili-Schokolade gibt, dass ihr süße Schokolade habt mit einer kleinen scharfen Note dabei. Deswegen habe ich gedacht, das ist eine normale Marmelade, die halt noch ein bisschen scharf ist im Abgang. Aber wahrscheinlich hat die gar nichts Süßes und ist einfach nur Chili. Halt in Marmeladenform, dass das halt schmierig und geleeartig ist. Wir haben jetzt hier Brötchen, ja. Wir wollen jetzt mal hier ein Brötchen aufschneiden. Gleich ein Tutorial draus machen. Wir wollen jetzt mal so ein Stück von der Chili-Marmelade probieren auf Brötchen. Uns da ein Stück drauf knallen und dann bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Ihr seht auf jeden Fall überall diese Flocken. Wir nehmen mal hier eine richtige Messerspitze voll, nehmen das Unterteil, schmieren das jetzt hier drauf ab und gucken jetzt mal, was das kann. Trotzdem irgendwie eine süßliche Note gleichzeitig mit. Irgendwie der Adi versucht, die Mülltüte zu vergewaltigen. Ich weiß nicht, ob es so gewollt ist, aber das schmeckt eigentlich wie Sweet Chili Soße. Diese Kombination, dass man Chili Marmelade macht in Marmeladenform mit einer süßlichen Note, hat das gerade genau den gleichen Geschmack, wie wenn ihr euch Sweet Chili-Soße kauft, die ihr euch zum Würzen oder zum über Nudeln drüber kippt. Das hat nämlich auch genau eine süßliche Note und auch eben diese Chili-Note. Und das hat auch so eine ähnliche Konsistenz. Also ich habe es mir ganz anders vorgestellt, schmeckt aber richtig gut. Könntet ihr sogar sagen, okay, ich habe mal wieder Nudeln gemacht, ich mache mir jetzt Chili-Marmelade an die Nudeln. Nudeln mit Chili-Marmelade klingt komisch, aber wenn man bedenkt, dass es einfach nur schmeckt wie Sweet Chili Soße ist ja Nudeln mit Chili Soße. Nichts Brutales. Adi? Gut, Adi ist tot, fertig.
Wir können jetzt hier weitermachen und können nochmal probieren. Alter. Was mir gerade noch einfällt, was wieder komisch stinkt auf dem ersten Moment, aber zu diesem frischen, leckeren Brötchen. Wie wär's denn mit einem frischen, leckeren Leberwurstbrötchen? Und auf diesem Leberwurstbrötchen Chili-Marmelade. Das wäre doch richtig genial, oder? Manche machen sich auch Senf auf die Leberwurst, manche machen sich Chili-Soße auf die Leberwurst. Klingt komisch, Marmelade und Leberwurst, aber das würde ich trotzdem nicht als Marmelade ansehen. Nur die Konsistenz ist halt so, aber das würde ich trotzdem als irgendeine Würzpaste ansehen. Könnt ihr auch auf Döner draufpacken, sicherlich. Auf Döner, zu Nudeln, auf Pizza vielleicht, irgendwas. Denkt einfach, das ist wie Chili-Soße. Probiert das mal so aus. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Habe ich noch nirgendwo gesehen. Keine Ahnung, wo es sowas überhaupt gibt. Werde ich mir hier nochmal gönnen zum Abschluss. Also, wenn ihr es nicht kennt, wenn ihr das irgendwo seht, probiert das ruhig mal. Lasst euch nicht davon abschrecken. Viele Leute auch immer so gesagt, was, jetzt gibt's Schokoladenpizza? Ist das eklig? Wie dumm die Leute manchmal einfach sind. Sie essen Nutella-Brot. Sie essen Nutella-Brötchen. Sie essen Wraps mit Nutella. Sie essen alles Mögliche mit Nutella. Nur weil da steht Pizza mit Nutella, also mit Schokolade, das ist auch nur eine andere Form von Teig mit Schokolade dann. Was soll daran denn eklig sein? Weil Pizza automatisch, Pizza ist was Herzhaftes. Nee, es gibt auch herzhafte Wraps, es gibt süße Wraps. Man sagt doch nicht, ein Mexiko-Wrap. Wraps sind was Süßes, da sind plötzlich Bohnen und Wurst drauf. Es ist einfach nur Teig und den könnt ihr belegen, wie ihr möchtet. Und es sagt ja keiner, dass ihr eine Salami-Schoko-Pizza essen sollt. Entweder ist es eine Pizza Salami oder es ist eine Pizza mit Schokolade. Und eine Pizza mit Schokolade ist nichts anderes als ein Schokoladenbrötchen sozusagen. Beziehungsweise Pizza mit Salami und Schokolade wäre wahrscheinlich auch noch eine richtig lustige Sache. Kann man sich ja vielleicht mal merken. Schokoladen-Salami-Pizza, der neue Trend von Dr. Oetker jetzt demnächst in eurem Briefkasten. Ich weiß trotzdem nicht, was der Adi gemacht hat. Ich habe vorhin nur die Mülltüte da hinten hingelegt, die leere, wo mal was drin war. Jetzt hat er stundenlang an der Mülltüte rumgezitschelt, bis er jetzt irgendwie mit der Mülltüte zusammen ins Waschbecken gefallen ist in der Küche und hat den halben Abspülkasten, Besteckkasten mit umgerissen, mit reingerissen. Also nur, weil er die Chili inhaliert hat. Da geht er nämlich immer richtig ab. Das war's. Aber jetzt, glaube ich, er guckt schon wieder hier. Er versucht schon wieder Bier-Tasting. Guckt euch das an. Die Bier-Tasting-Katze. Adi, sonst geht's dir gut. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Stokes Chili Jam. Wunderbar, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gönnt euch das. Wir werden den letzten Bissen jetzt reinhauen. Und beim Rest gönne ich mir sicherlich noch was Herzhaftes drauf. Vielleicht irgendwie Wurst oder so. Würde auf jeden Fall dazu passen.